So, da will ich mal die Kommando 850 Elektrikstart mal aufnehmen. Es ist ja ein Schmuckstück, optisch. Sie kommt aus Dänemark und hier das Teil dahin, das ist der Anlasser. Ein ganz seltenes Modell. Und da dran ist alles original. Hier mit dem Blinker, Rücklicht. Das sind jetzt mal die laute Auspuff drauf, weil er hatte erst noch andere drauf gehabt. Aber so ein Nordon muss man ja hören. Hier nochmal der Anlasser. Yes. Das Ding steht natürlich Pico Pago da, das muss man sagen. Und gelaufen hat sie, Moment, gehe hier mal langsam drüber, damit man das alles so ein wenig festhalte. 16.900. Hier die Armaturenbeleuchtungen da. Das Einzige, was hier nicht original ist, sind die japanischen Spiegel. Aber sonst sieht wirklich alles pico-pago aus. Aber wir haben auch hier technische Probleme. Es sind ein paar Motorhalterungen abgerissen. Da kommen wir gar nicht so ohne Übertrieb teilweise. Manche waren los. Und ein bisschen Öle. Oder was heißt Öle? Ist ja, Moment, so. Es ist ja kein Öl. Es geht gar nicht nah genug dran. Es ist ja kein Öl. Sie markiert ihr Revier. Genau so. Und es hat erst viel mehr geölt. Ich habe das alles noch mal ein bisschen nachgezogen. Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Ja. Na, hier die Locket-Bremse. Aber das Motorrad macht mit mir ab 140 Rock'n'Roll. Aber vom Allerfeinsten. Die Schwingenlager sind okay. Ich habe das alles schon mal überprüft. Ist alles fest. Lenkkopflager vorne ist auch alles gut. Entweder hängt es am Lenker. Oder sie verträgt die Reife nicht. Die Reife sind Dunlop, wie ich eben gerade abgelesen habe. Es kann sein, dass es da dran hängt. Aber egal, jetzt machen wir erst mal kurz einen Soundcheck. Hast du gelaufen? Okay, der Motor ist warm. Hab sie eben gerade schon mal so 10 Kilometer 15 gefahren. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Anlasser funktioniert. Hier, hast du an? Dafür berät ein Fußboden, sag ich dir. Rock'n'Roll in Vollendung. Geil. Kannst du aus.